Es gibt jemand, der hat einen News rausgehauen. Hashtag Joker wünscht einem Kind den Tod und malt Alpha Kevin einen Hitlerbart. Ja, wir müssen uns natürlich angucken, was der Cengiz Official dazu zu sagen was hat. Was genau? Bewertungstechnisch ist das definitiv wild. Ja, muss man schon mal sagen. Ich bin gespannt, was da kommt. Meine lieben Leute, heute geht es um einen YouTuber namens Hashtag Joker, der ziemlich tief in der Scheiße sitzt. Und zwar hatte der irgendwie ein Problem mit einem Alter, YouTuber du, das namens wär's. Alpha Kevin. Da sind sehr viele Dinge vorgekommen, wie zum Beispiel, dass der Hashtag Joker meinte, er muss ihm so die Nazi-Marke aufdrücken und Bilder von ihm bearbeiten, einen Hitlerbart hinmalen und ja, da dachte ich mir auch so, wie dumm muss man eigentlich sein? Und es kommt noch besser, wie ihr auch im Titel schon lesen konntet, er wünscht einem Kind den Tod. Also, ich weiß nicht, wen er da gemeint hat, aber er meint auf jeden Fall, dass wenn derjenige ein Kind bekommt, er meinte damit Baba Crocs, ja. Wir hatten uns ja heute mittags schon mal oder heute Nachmittag haben wir uns schon mal das Video angeguckt von Baba Crocs. Und er meinte Baba Crocs, also er hat Baba Crocs gesagt, er wünscht dem nicht geborenen Kind von Baba Crocs den Tod. Ja, dass das Kind an Krebs nach 2 Monaten stirbt. Also qualvoll stirbt. Wie kommt man da eigentlich? Wie kommt man da drauf? Kommt, dann soll das Kind doch an Krebs sterben. Du verdammter Sohn, ja? Da dachte ich mir auch so, du hast es wahrscheinlich nur zu dem Alpha Kevin gesagt, weil du dir dachtest, der würde mir sowieso niemals was machen. So, ich möchte mich jetzt nicht pushen, ja, ich bin auch kein Gangster oder sonst was oder ein harter Typ, aber hättest du das zu mir gesagt, ich hätte ein paar Knochen knacksen lassen bei dir. Das schwöre ich dir bei allem, was mir heilig ist. Also für diesen Satz, ja, da kenne ich nichts. Ich denke mal, viele würden da genauso denken und reagieren, aber wenn ich sowas wirklich... Ah, das Ding ist halt, der labert irgendwas mit Worten. Ace O's Patschen, vielen Dank für den Euro. Kleiner als 3. Ey, wirklich, kleiner als 3 zurück, Bruder. Vielen, vielen lieben Dank. Das Ding ist halt, du machst dich halt damit nicht besser, weißt du? Jemand beleidigt dich verbal, will dich damit triggern, offensichtlich, und will dir irgendwas Schlechtes. Das Problem ist, wenn du dem jetzt halt eine reinhaust, machst du dich halt strafbarer, sag ich mal. Also da lieber ruhig bleiben und den dann einfach so hops nehmen, weil das Problem ist, da steigerst du dich immer weiter rein. Deswegen warte ich auch einfach erstmal ab mit Anwalt und den schalte ich dann ein, wenn es für mich sinnvoll ist. Vielleicht schalte ich auch einfach, Leute, wie geil wäre das eigentlich, ich hatte das schon mal mit meiner Freundin gesagt, also wie geil wäre das, man kann, bis man das zum Anwalt bringt, hat man auch noch 3 Monate Zeit. Das heißt, die Sachen, die jetzt passieren, könnte ich in 2 bis 3 Monaten erst zum Anwalt bringen und dann sagen, hier, ich zeig den an. Wie geil wäre das, wenn der denkt, das Ding ist alles gegessen, und so, weißt du, der hofft nichts mehr. Also der hofft sich nichts mehr. Und auf einmal kriegt er so einen Brief vom Anwalt. Hier, hier, da und da, Termin. Da müssen sie sich rechtfertigen für die Scheiße. Wie lustig wäre das? Und dann muss der eine Strafe nach der anderen zahlen, beziehungsweise doch noch seinen Anwalt bezahlen. Höre oder auch nur lese, dass jemand in so einem Alter, der eigentlich was in der Birne haben sollte, in dem Fall zum Beispiel nicht, so etwas von sich gibt. Ja, aber egal was ist, ne? Also egal, wie sehr ihr euch provozieren lasst, bitte nicht mit Gewalt handeln, ja? Gewalt ist immer noch die Sprache der Dummen und das wird auch immer so bleiben. Egal, wie sehr ihr getriggert werdet mit Worten, niemals Gewalt anwenden. Gibt. Der hat nichts anderes verdient. Dann gibt es noch einen anderen YouTuber namens Umut Abi, der hat um die 55.000 Abonnenten. Kevin, moin. Und der unterstützt ja auch noch das Ganze. Und da muss ich einfach sagen, den habe ich schon länger auf dem Schirm und der macht für mich so den Eindruck, als würde der neue Cymex werden. Jetzt kommt das Lustige. So. Ich war auf dem Kanal von ihm, ja, und zwar hat er ein Video hochgeladen und ein Stream war das am, ich glaube, 27.10. Und da steht sogar drin, Fortnite Live Deutsch wie Cymex und CEO oder wie der heißt, oder SU, keine Ahnung. Also spielen wir Such Custom Games wie damals Cymex. Ja, das sind halt diese losten Menschen. Genauso wie die ganze Zeit sprechen irgendwelche Leute gegen Cymex und hetzen gegen Cymex oder finden den ganz schlimm. Schreiben aber in ihrer Beschreibung, ja, also Informationen über das Spiel, also ich persönlich mag extrem Cymex und so weiter oder ich inspiriere mich von Cymex und so. Ja, weißt du, ihr hasst die ganze Zeit Cymex, sprecht gegen ihn, aber habt in der Beschreibung Cymex, damit ihr vorgeschlagen werdet. Ja, also das ist sowieso immer das Losteste, ich verstehe das nicht. Ja, das ist einfach nur, das hat nichts mit unreflektiert zu tun oder so, das ist einfach nur dumm. Genau das hat er danke, in seinem Bio stehen. Also, Alter. Der wird auf jeden Fall der neue Cymex. Ich weiß, ich hätte ja auch noch so vieles einblenden können, aber ich hatte letztens ein Video über Younes Amiri gemacht und da hatte ich fast 500 Aufrufe, weil es darum ging, dass der Younes in seinem Prank-Video von seiner Freundin schon, ja, ab Minute 8:45 vergessen hat,
eine Szene rauszuschneiden, wo dieser Prank nochmal bearbeitet wurde oder beziehungsweise besprochen wurde. Und die haben einfach vergessen, die Szene rauszuschneiden, wo ganz deutlich sichtbar wurde, dass der Prank ein Fake ist. So, wenn ihr es euch bei ihm reinziehen wollt, geht auf Younes seinen Kanal. Wenn ihr es euch bei mir reinziehen wollt, schaut euch mein Video an. Das geht 3 Minuten und ihr werdet sehen, Alter, okay, bevor ihr ihm natürlich die Reichweite gönnt, geht lieber bei mir drauf. Wie kann man nur so ein Arschloch sein? Wie kann man seine Zuschauerschaft nur so anlügen? Als würde deine Bongo-Kooperation nicht schon reichen. Aber sei das mal dahingestellt, jetzt geht es ja um diesen komischen Joker-Typ da, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, weil ich heute komplett im Eimer bin. Ja, genau, Hashtag Joker. Ja, also das Ding ist, heute wird wieder ein Eigentor. Also heute gibt es auf jeden Fall wieder ein Eigentor von Hashtag Joker. Ich warte nur drauf, wann er das Video hochlädt. Ich bin da schon mehr als gespannt, sage ich mal, ja.